Ich hoffe, der letzte Film war nicht gar zu langweilig, aber Messungen an Motorenteilen zu machen, ist nicht immer besonders spannend. Es ist langwierig, es ist ja langweilig auch ein bisschen. Aber man muss sich vorstellen, Leute machen das hauptberuflich, die machen das als Job. Und zum Schluss bearbeiten sie diese Motorenteile auch noch mit tonnenschweren Maschinen. Die bearbeiten mit riesigen, tonnenschweren Maschinen winzige Motorteile. Man kann das im Internet auf YouTube auch ganz gut sehen, wie das funktioniert. Und gleichen die Dinge auf ein Hundertstel Millimeter mindestens ab, wenn nicht noch besser. Also ich muss sagen, mich beeindruckt das zutiefst. Mich beeindruckt das wirklich zutiefst. Und ich muss sagen, diese Leute haben echt einen Daumen hoch bei mir. Ja, willkommen bei Sams Channel. Willkommen zum nächsten Teil. Was machen wir jetzt ein bisschen? Ich will in dem Film jetzt nicht mehr so viel messen und um Mikrometer feilschen, vielleicht nur so ein kleines bisschen. Aber ich habe jetzt vor, das Getriebe mal mir genauer zu betrachten, und ich habe im Vorfeld schon mal eine kleine Ungereimtheit in der Getriebeausgangswelle gefunden, die mich sehr wundert, und ich bin mal gespannt, ob es mir gelingt herauszufinden, was da los ist und ob da was los ist. Vielleicht hat dieses Getriebe sogar einen kleinen Fehler, es wäre ja mal toll, es wäre ja mal endlich wieder was Spannendes. Zum Kern des Getriebes, das kennen wir ja, gehört die Schaltwalze, die Schaltgabelführung, drei Schaltgabeln üblicherweise, die Getriebeausgangswelle und die Getriebeeingangswelle, die man auch Hauptwelle nennt. Warum man die Hauptwelle nennt und nicht die, auch keine Ahnung, aber es wird in der Literatur so genannt. Ja, und was kann jetzt da alles schief gehen, wenn das Getriebe nicht mehr richtig funktioniert? Da ist einiges. Schon erwähnt habe ich ja, dass diese Zapfen, wo also der Schaltmechanismus rasten kann, verschlissen oder sogar abbrechen können, verschleißen oder sogar abbrechen können. Dann können diese Spuren hier ausschlagen, wo also die Schaltgabeln drin wandern, diese Zapfen. Dann können natürlich die Zapfen an den Schaltgabeln selbst verschleißen. Und ganz wichtig, die Gabeln selbst, die Gabelspitzen, die also letztendlich hier in ihren Spuren wandern. Und hier dreht sich ja alles. Die Gabeln stehen fest, das Getriebe dreht sich. Das heißt, hier an dieser Stelle schleift es logischerweise, und das kann abschleifen. Ich habe ja bei dem Zweitaktmotor mal Schaltgabel gezeigt, da war das richtig blau angelaufen, weil das viel zu heiß geworden ist. Das passiert, wenn man auf dem Schalthebel draufsteht, längere Zeit, das heißt, das Ganze unter Spannung hält, und dann schleift genau diese Fläche hier, schleift dann in ihrem Sitz im Getriebe und ja, verglüht quasi. Ganz schlecht. Unpräzises Schalten könnte also daher kommen, dass diese Flächen hier, die Spitzen der Schaltgabeln abgenutzt und zu dünn sind, sodass also zu viel Spiel besteht, oder? Unpräzise Schalten kann auch dadurch passieren, dass also hier die Schaltgabel zu viel Spiel auf der Welle hat. Das heißt, dass die hier drauf rumwackelt. Das ist hier auch zum gewissen Grad der Fall. Man muss also jetzt den Innendurchmesser hier messen, den Außendurchmesser hier messen, die Differenz bilden und das entsprechend dem Werkstatthandbuch bewerten, ob das noch in Ordnung ist. Das will ich jetzt nicht tun, weil gemessen und geprüft und Differenz gebildet habe ich genug im letzten Film. Ich will euch damit nicht schon wieder langweilen. Ich will darauf aufmerksam machen, dass das ein Prüfpunkt ist, der halt genauso funktioniert wie Kolbenbolzen in Kolben oder sonst irgendwas. Das ist im Prinzip alles das Gleiche. Manche Getriebe schalten sich besser, manche schlechter, und das auch schon von Hause aus, auch wenn sie neu sind, jetzt ohne dass ein Verschleißfaktor der ausschlaggebende Punkt oder der Grund dafür wäre. Ja, woran liegt das? Geschaltet wird ja im Prinzip dadurch, dass ein Festrad verschoben wird und in Losrädern eingreift über die Schaltklauen. Die Schaltklauen sind diese Dinge, die sich hier gerade berühren an dieser Stelle. Ja, und diese Schaltklauen müssen ja ineinander greifen. Und sie müssen auch wieder voneinander wegkommen, wenn geschaltet wird. Üblicherweise ist es ja so, dass die Kupplung gezogen wird. Das heißt, die Kraft, mit der diese beiden Komponenten aneinander gedrückt werden, wird gelöst und dann wird geschaltet. So sollte es sein. Mit einem Schaltassistent oder einem Quickshifter, wie man es auch so schön nennt, der unterbricht dann kurz den Motor und man kann ohne die Kupplung zu ziehen, zu schalten. Und das bewirkt letztendlich das Gleiche.
Aber ob das Schalten jetzt gut oder nicht gut geht, oder ob die Gänge drin bleiben oder nicht drin bleiben, hängt noch von einem anderen Faktor ab, den man hier überhaupt nicht sehen kann, weil er einfach für das menschliche Auge zu gering ist. Und das ist die Hinterschneidung an diesen Kanten. Das ist jetzt ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen kompliziert. Deshalb nehme ich einfach mal ein Blatt Papier zur Hilfe. Ich zeichne also diese Schaltklauen mal auf, wie sie von den beiden Zahnrädern kommen. Das soll jetzt das Zahnrad sein. Da kommt also die eine Schaltklaue. So. Und da haben wir ein gegenüberliegendes Zahnrad. Sagen wir mal hier. Ich bin jetzt kein guter Zeichner. Und dann kommt die andere Schaltklaue. Ich habe schon wieder falsch gemacht. Okay, dann kommt die andere Schaltklaue. So. Ich mache sie auch mal durchgängig, damit man es sehen kann. Und jetzt sieht das so aus an dieser Stelle, als würden die beiden Schaltklauen rechtwinklig aufeinander stoßen. Also quasi so und so. Das ist aber nicht der Fall. Diese Schaltklauen können nämlich oder sind nämlich mehr oder weniger hinterschnitten. Was bedeutet das jetzt? Sich treffende Schaltklauen sehen nämlich in Wirklichkeit ein bisschen wie Trapeze aus. So wie ich das hier sehr stark übertrieben gezeichnet habe. Und diese Ausprägung in dieser Trapezform sorgt dafür, dass wenn die sich einmal getroffen haben, dass die sich nicht wieder von alleine durch die Übertragung der Kraft, welche ja quasi in dieser Flächenrichtung funktioniert, wieder auseinandergetrieben werden, sondern ganz im Gegenteil, dass sie durch die Kraft, die sie übertragen, ineinander gezogen werden. Und das ist auch gut so, ansonsten würden die Gänge möglicherweise herausspringen von alleine. Und so tun sie es eben nicht. Das heißt, die Getriebehersteller schleifen oder hinterschleifen die Schaltklauen ein ganz kleines wenig, so wie ich sie übertrieben gezeichnet habe, aber man kann das mit bloßem Auge nicht sehen, weil es extrem, extrem wenig ist. Aber es gibt halt Getriebe, die haben das ein bisschen mehr als andere und es gibt Getriebe, die haben das ein bisschen weniger. Und es ist in der Regel so, dass die Getriebe, die das ein bisschen mehr haben, vielleicht ein bisschen rauer zu schalten gehen als die, die es ein bisschen weniger haben. Weil man kann sich gut vorstellen, dass Schaltklauen, wenn die gegenteilig geformt werden, nämlich so wie kleine Pyramiden, so wie ich das hier gezeichnet habe, dass die viel besser ineinander gleiten. Weil diese Kante, wo sie mehr oder weniger aneinander hängen bleiben könnten beim Vorgang, dass sie sich ineinander schieben, diese Kanten fehlen. Ganz im Gegenteil, diese Geschichten bilden sogar noch Trichter. Das heißt, in diesem Fall würden die Zahnräder oder die Klauen viel besser ineinander kommen und würden sich viel besser, viel lieber treffen. Ja, nur diese Geschichte hätte halt den Nachteil, wenn die Kraft hier wirkt, dann würde die Kraft an diesen schrägen Flanken bewirken, dass sich die Zahnräder auseinandertreiben. Das heißt, wenn die Klauen so geformt wären, würden die Gänge ständig rausspringen. Und das will natürlich keiner. Ja, es ist die Frage, warum formt man die Dinger nicht ganz einfach gerade an dieser Stelle? Also so gerade, wie ich es hier angedeutet habe. Da habe ich nur eine Vermutung für, ganz einfach, weil es beliebig gerade nicht gibt, weil es gibt auf der ganzen Welt nicht beliebig genau. Es gibt immer nur irgendwas, was mit einer gewissen Toleranz behaftet ist. Und man sagt sich ganz einfach, bevor ich in die Gefahr gerate, so eine Konstruktion zu bauen, wo sich die Gänge zwar wunderbar treffen, aber die übertragende Kraft, die den Schaltvorgang mehr oder weniger behindert, insofern, als dass die beiden Schaltklauen auseinandergetrieben werden, dann baue ich lieber sowas und stelle sicher, dass der Gang auch drin bleibt. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum das gemacht wird. Ganz einfach, weil es einfach das bessere Übel ist, sowas zu haben, als versehentlich sowas zu bekommen und sowas technisch nicht möglich ist. Irgendeine Ungenauigkeit gibt es immer. Und wenn man sich halt für einen Teufel entscheiden muss, dann nimmt man eben den. Wie gesagt, der Hersteller legt den Grad dieser Hinterschneidung fest und kann damit schon einen Einfluss darauf nehmen, ob sich ein Getriebe ein bisschen sanfter oder ein bisschen härter
härter schaltet. Das sind so die Unterschiede, die aufgrund dessen bestehen mögen. Aber sind wir auch gleich wieder beim Verschleiß, nämlich ein Getriebe, was, wenn es neu war, im Prinzip diese Ausformung gehabt hat von den Schaltklauen her, kann, wenn es runtergeritten wird, wenn es mehr oder weniger sehr stark beansprucht wird, wenn viel ohne Kupplung geschaltet wird zum Beispiel und der richtige Zeitpunkt nicht getroffen wird, kann es sein, dass ganz einfach diese Ecken hier, die werden ja sehr stark beansprucht. Weil die kommen dann, die treffen dann aufeinander. Diese Ecke trifft immer auf diese Ecke. Und das sind ja ganz kleine Materialspitzen letztendlich. Und die nutzen sich dann gegeneinander ab. Das heißt, aus einem Getriebe, was im Neuzustand vielleicht so ausgesehen hat, wird mal eines, was irgendwann so aussieht und dann immer noch gut funktioniert. Aber irgendwann kann es passieren, dass es dann so aussieht. Und dann halten die Gänge nicht mehr. Dann schaltet sich zwar gut, aber der Gang bleibt nicht mehr drin. Das ist das Problem. Das kann das Problem sein, wenn ein Getriebe ständig die Gänge rausfliegen, dass ganz einfach diese Klauen abgenutzt sind und statt dieser Ausformung ganz plötzlich diese Ausformung haben. Das heißt nicht plötzlich, sondern im Laufe von sehr vielen 10.000 Kilometern erreicht haben. In welche Richtung das möglicherweise ausgeformte Trapez bei diesem Getriebe geht, das kann man mit bloßem Auge nicht erkennen. Ich weiß auch nicht, ob man es messen kann. Ich muss es einfach mal ausprobieren, wenn ich die Zahnräder auseinandergenommen habe oder voneinander getrennt habe, ob man da irgendwie irgendwas messen kann. Ich denke einfach, es ist zu gering, als dass man das feststellt, aber ich schaue auf jeden Fall nach. Jetzt zum möglichen Fehler bei diesem Getriebe. Ich habe hier die Getriebeausgangswelle und ich habe hier zwei Stellen, wo ich im Prinzip eine Bewegung eines Festrades in zwei Losräder machen kann, nämlich hier und hier. Und es ist eigentlich immer so, dass wenn diese Bewegung stattgefunden hat, dass ich trotzdem noch eine sehr leichte Drehung innerhalb der im Eingriff befindlichen Klauen möglich ist. Das liegt ganz einfach daran, weil dieses Spiel gewollt ist, damit man überhaupt mit den Klauen die Lücke trifft, muss im Prinzip die Lücke groß genug sein. Das heißt, diese Getriebe haben immer ein relativ großes Spiel. Und auch wenn ich jetzt sehr viel Druck dieser beiden Zahnräder gegeneinander ausübe, lassen die sich sehr, sehr leicht gegeneinander bewegen. Also die klemmen nicht. Genauso ist es hier. Ich drücke die jetzt wirklich fest zusammen und sie klemmen nicht. Und hier an dieser Stelle, wenn ich das fest zusammendrücke, klemmt es auch nicht. Es lässt sich sehr leicht drehen. Nur hier. Hier habe ich das Problem, ich drücke das zusammen und es knirscht. Das lässt sich so gut wie nicht drehen. Das lässt sich zwar mit viel Gewalt drehen, aber es ist sehr, sehr schwer zu drehen und es knirscht und ich merke genau, dass da irgendwas aneinander reibt, was nicht aneinander reiben sollte und es klemmt auch. Ich kann das auch nicht so einfach wieder auseinander machen. Ich brauche ziemlich viel Kraft, um dieses Ding wieder zu trennen, weil es einfach feststeckt. Zack, jetzt hat es zwar wieder geklappt, aber es steckt fest. Also hier an dieser Stelle einfach, zwischen diesem Festrad, diesem Klauensatz und diesem Losrad, klemmt irgendwas. Und das ist nicht normal, das darf nicht sein. Und da bin ich gespannt, ob ich herausfinde, warum das so ist. Normalerweise sind Scheiben dazwischen, die einfach verhindern, dass das so weit ineinander eindringen kann, dass das zum Klemmen kommt. Möglicherweise ist diese Scheibe, die hier dazwischen ist, verrutscht. Oder es ist aufgrund von Verschleiß zu dünn geworden, sodass er also ihre Aufgabe nicht mehr wahrnimmt. Das ist so meine ganz grobe Vermutung für den Moment. Hier besteht also möglicherweise ein Getriebefehler und ich fädel mich mal bis zu dem Getriebefehler durch. Hier habe ich ein Lager. Das ist ein Nadellager. Das lege ich so hin. Da kommt der Käfig. Und hier drauf sitzt eine Scheibe. So. Das lege ich also so hin. Dann kommt das Zahnrad, das sitzt auch in einem Nadellager. Man kann das also hier schön sehen, das Nadellager. Und hier ist wieder eine Scheibe. Ich lege das also auch so hin. Es fällt mir das Nadellager auch noch raus. Das darf es auch, das ist kein Thema. Dann kommt dieses Festrad. Das hat eigentlich nichts weiter an sich. Und hier ist die erste Barriere. Hier ist nämlich ein Clip drin. Das ist also einfach ein Sägering, den kann ich mit der Sägeringzange
kann ich den entfernen. Danach kommt eine Lagerbüchse, die also dafür sorgt, dass dieses Losrad auch ein Losrad ist. Ansonsten würde es nämlich möglicherweise sich nicht drehen können. Deshalb hier eine Lagerbüchse. Dann kommt dieses Rad. Ja, und dann kommt schon der Delinquent, mehr oder weniger. Hier gibt es also eine Abstandsscheibe, die sich nicht drehen kann. Die geht also nach unten mit so kleinen Klammern. Ich habe das Ganze gerade nochmal zusammengesetzt, weil ich das Funktionsprinzip nochmal zeigen möchte. Das Ganze bietet nämlich eine Verriegelungsscheibe. Diese Scheibe mit den Fortsätzen unten, also diese hier, greift mit ihren Fortsätzen in Lücken in der darunterliegenden Scheibe ein. Nämlich genau hier. Und diese darunterliegende Scheibe kann sich deshalb nicht drehen und kann nicht nach oben weg, weil sie hier hinterschnitten ist, in dem Schlitz. So nämlich. Ich hoffe, man kann es sehen. Nochmal von oben. Diese untere Scheibe sitzt also in der Nut. Allerdings nicht komplett, sondern nur mit ihren Zapfen hier vorne sitzt sie in der Nut. Und wenn die um ein paar Grad gedreht ist, geht sie nicht mehr nach oben weg. Und dass die um diese paar Grad gedreht bleibt, dafür sorgt diese obere Scheibe. Diese obere Scheibe greift nämlich dann hier mit ihren Zapfen dann hinein und ist selbst nicht drehbar. Und dieses ganze Gebilde ist nicht verschiebbar. Ist nicht drehbar und ist auch nicht nach oben abziehbar, sondern ist nur als Einzelteile nach oben abziehbar. Nämlich zuerst dieses Ding, wenn man dieses Ding hoch macht, erst dann kann man das untere Ding drehen und letztendlich als Paket trennen. Das findet man, diese Konstruktion findet man bei Getrieben sehr, sehr häufig. Ja, und was ich hier habe, ist bereits der klemmende Radsatz. Man kann es hier nochmal sehen, wenn ich das untere also hier ein bisschen mit Kraft nach oben tue, dann bleibt das da, das klemmt also da fest. Das ist nicht gut. Ich mache das mal ab, das sieht dann so aus. Hier ist ein Lager, da müsste das eigentlich dagegen stoßen. Das lässt sich bewegen, ja, okay. Und da unten drunter ist noch ein Sägering. Der ist aber in Position, auch da sollte es eigentlich kein Problem geben. Und diese Lagerschale sorgt einfach dafür, dass dieses Rad sich auf diese Achse drehen kann. Nur warum das untere Rad dann da feststecken bleibt, weiß ich für den Moment noch nicht. Das kann eigentlich nicht weiter als bis zu diesem Sägering. Und hier sitzt quasi die Lagerbüchse drin. Und das andere Rad sitzt quasi hier auf. Es gibt eigentlich nichts, was da nennenswert schief gehen könnte. Tut's aber. Erstmal unklare Verhältnisse. Ups, Kreisch. Na, hier hat es ein bisschen gehangen, hier wo der Sägering. Hier wo der Sägering drin war, hat es eine kleine Kante gegeben, aber jetzt geht es problemlos drüber. Ja, das ominöse Lager auf der Ausgangswelle, welches seinen Sitz so ausgeschlagen hat. Es dreht sich wunderbar, es hat überhaupt keinen Schlag in irgendeine Richtung. Es wackelt nicht, es ist stabil, es ist fest, es dreht sich gut. Es dreht sich fast geräuschfrei, ein ganz kleines Geräusch hört man natürlich schon, aber das ist nicht mehr, als dass die Luft halt etwas vibriert um das Lager herum. Das haben Geräusche ja nun mal so an sich, aber
Es ist nicht kaputt, es ist nicht offensichtlich kaputt, es ist fest, es dreht sich gut, es hat keinen Punkt, wo es hakt, das ist ganz hervorragend. Also dieses Ding, würde ich fast sagen, auch ein neues Lager wäre nicht viel besser. Das hat also, das Lager ist unschuldig an dem, was passiert ist. Aber es gibt ja genügend Theorien inzwischen und ich denke mal, man kann das in den Kommentaren des entsprechenden Films ja nachlesen. Die Getriebeausgangswelle ist ja hohl, sie bekommt ja von dieser Seite her Öl eingefüllt. Wie das funktioniert, haben wir ja schon im vorhergehenden Film besprochen. Und das Öl, das sprudelt dann also aus diesen Löchern heraus. Und man muss darauf achten, wenn man die ganze Geschichte wieder zusammenbaut, da gibt es also solche Hülsen. Die Hülsen dienen dazu, dass ein Losrad sich drehen kann. Man muss halt aufpassen, wenn diese Hülsen irgendwo zu sitzen kommen, an Stellen, wo ein Loch ist, was immer wieder passiert, dass die Öllöcher fluchten. Das heißt, dass die Hülse so eingesetzt wird, dass das Öl da passieren kann. Also die Löcher müssen fluchten, so wie ich das hier zeige. Das ist ganz wichtig. An den Punkten, wo das geht, muss man das tun. Es gibt auch andere Punkte, wo das geht, aber wo das keinen Sinn macht. Zum Beispiel hier. Hier kann man zwar auch Öllöcher fluchten lassen, aber da dieser Ring frei drehbar ist und nicht arretiert, ist das Quatsch, das zu tun, weil das bleibt sowieso nicht da. Ansonsten sieht das Getriebe hervorragend aus. Man kann also keine exzessiven Verschleißspuren erkennen. Das, was man hier sieht, ist ja noch nicht mal richtig die Oberfläche angekratzt, genau genommen. Also es ist schon ziemlich gut. Auch die Zähne sehen kaum aus, als hätten sie 170.000 Kilometer runtergerissen. Hier vielleicht ein paar Schleifspuren auf den Schaltklauen drauf oben, aber da dieser Punkt ist sowieso nicht relevant. Alles andere sieht im Prinzip hervorragend aus. Ja, und für diesen Klemmer an dieser einen Stelle gibt es keinen vernünftigen und nachvollziehbaren Grund. Definitiv nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob es sich irgendwie ausgewirkt hat. Sieht fast so aus, als wäre es eher ein Feature als ein Fehler. Keine Ahnung. Ich baue das Ganze also wieder zusammen und benutze ein bisschen frisches Motoröl an der einen oder anderen Stelle. Nur so viel, dass es gut gleitet, dass nichts rostet und nicht so viel, dass es raustrieft in irgendeiner Form. Hier kommt so ein Ring, das ist so ein typisches Bauteil, wo auf der einen Seite eine abgerundete, auf der anderen Seite eine scharfe Kante vorkommen kann. Jetzt ist die Frage, welche Richtung muss das rein? Ja, das ist eigentlich ganz logisch, man kann sich das überlegen, und zwar, das hier ist ein Losrad, das dreht sich also immer auf dieser Welle und kann sich beliebige Geschwindigkeiten erreichen. Und dieses Ding, wie man ja sehen kann, hängt an der Welle fest. Das heißt, es ist wichtig, dass die runde Seite dann in Richtung des frei drehbaren Rades zeigt. Also in diesem Fall nach unten, damit es da möglichst wenig Reibung gibt. So nämlich. Und dann kommt ja der Sägerring, und der hat möglicherweise auch eine etwas schärfere und etwas rundere Seite. Und da dieses untere Ding sich ja nicht drehen kann, was ich gerade reingetan habe, weil es ja mit der Welle undrehbar verbunden ist, kann man also die scharfe Seite nach unten machen. Da passiert also dem Ding nichts, weil da keine Bewegung stattfindet zwischen dieser Scheibe, die ich eben drauf gemacht habe, und diesem Ring. Ein paar Tropfen Öl auf den Ring oben drauf und der Sägerring. Der muss
muss der über seine vielen Gruben weggehoben werden, bis er an der richtigen Grube ankommt. Dann sollte es schön Klick machen. Kontrollieren, dass alles gut ist. Wieder ein Tropfen Öl drauf. Dann kommt dieses Festrad. Dieses Festrad kann man auch falsch rum drauf machen. Ich mache das mal absichtlich gerade falsch rum drauf. Was passiert? Das Ganze reibt furchtbar miteinander. Also man merkt eigentlich, dass das nicht stimmen kann. Und dann macht man es eben richtig rum drauf. Und auch im eingerasteten Zustand hört man dann überhaupt kein Geräusch. So sieht das sehr schön aus. Dann kommt wieder ein Sägering. Die Orientierung dessen ist jetzt egal, weil nämlich auf beiden Seiten des Sägerings nur Komponenten zu liegen kommen, die sich nicht drehen können in Relation zum Sägering. Das hier ist ein Festrad und diese Hülse, die jetzt hier kommt, ist auch fest. Aber erstmal kommt ein bisschen Öl dran. Diese Hülse ist also drehfest mit der Welle verbunden und hier haben wir jetzt den Fall, dass hier an dieser Stelle, man kann es jetzt leider nicht sehen, aber ich sehe es, dass hier an dieser Stelle eine Ölbohrung ist. Und ich bringe jetzt diese Hülse so an, dass die Ölbohrung mit der auf der Hülse fluchtet. Das ist jetzt der Fall. Die Hülse hat übrigens zwei Ölbohrungen, die Welle an dieser Stelle nur eine, aber sei es drum. Festrad kann also in diesen beiden Rädern eingreifen. Hier ist diese Stelle wieder, wo es also ein bisschen zur Reibung kommt. Allerdings ist jetzt dieser Effekt weg, dass das Rad da klemmen kann. Komisch. Dieser Effekt, den ich vorher da moniert habe quasi, der ist verschwunden. Jetzt kommt diese Konstruktion mit dieser selbsthaltenden Klammer. Die hat auch wieder eine scharfe Seite. Die scharfe Seite geht nach unten, die scharfe Seite geht nach oben und die abgerundete Seite geht nach unten, weil die abgerundete Seite soll mit dem Losrad in Verbindung treten können. Was sie jetzt tut. Und dann kommt diese Haltespanne einfach oben drauf. Damit kann dieses ganze Gebilde nicht mehr verschwinden. Ha. So, ein Tropfen Öl. Als nächstes kommt dieses Losrad. Das braucht aber natürlich noch eine Hülse. Und diese Hülse bekommt es jetzt auch noch. Das ist nämlich diese hier. Und bei dieser Hülse muss man also wieder aufpassen, dass man die Öllöcher zum Fluchten bringt und die Öllöcher gehen also in diese Richtung. Das heißt, ich mache erstmal ein bisschen Öl oben drauf. Dann fluchte das Ölloch genau so. Obendrauf kommt wieder so ein Sägering. Scharfe Seite, falls es eine gibt, zu einem nicht drehenden Objekt, zum Beispiel nach unten in diesem Fall, weil die Hülse, die ich eben angebracht habe, dreht sich ja nicht. Als nächstes kommt dieses Festrad. Das kann nur so rein, also mit dieser Seite nach unten, weil diese Schaltklauen sind viel zu groß, um hier in das Loch zu passen. Aber diese sind klein und schmal und länglich. Die sind genau wie geschaffen für das. Also da ist der Fehler quasi auszuschließen. Und das bewegt sich auch hervorragend. So.
hier kommt eine Scheibe rein. Diese Scheibe hat auch eine scharfe Seite. Die scharfe Seite mache ich nach unten. Weil dieses Rad ist ja fest mit der Welle verbunden, das kann sich nicht drehen, das heißt, da kann auch nichts schaden. Dann kommt hier ein schönes Nadellager. Und dann kommt dieses nette Losrad. Das kommt mit dieser Seite nach unten, das kann man schon deshalb erkennen, weil es hier ein bisschen an diesen Stellen ein bisschen ausgerieben ist. Das heißt, hier ist es mit Schaltklauen konfrontiert gewesen, auf dieser Seite nicht. Also man kann an solchen Spuren schon ohne irgendwelche sonstigen Überlegungen erkennen, wie es also rein muss. Dann noch eine Scheibe. Und dann kommt das Endlager quasi. Dieses schöne Nadellager hier oben drauf. Und damit ist die Getriebeausgangswelle wieder fertig und es ist auch kein Teil übrig und ich denke mal, dass das alles gut ist. Und der kritische Punkt hier, der malt zwar immer noch ein bisschen, aber er klemmt nicht mehr. Ich würde sagen, das ist eigentlich in Ordnung. Vorher hat dieses Zahnrad da oben einfach geklemmt. Macht es nicht mehr. Okay. Weiß nicht, was es war. Vielleicht hat irgendein Span dazwischen gehangen. Jetzt jedenfalls ist es gut. Jetzt hängt die Welle wieder, so wie es am Anfang getan hat. Beziehungsweise dieser Zahnradsatz. Egal. Bei der Eingangswelle ist es nicht so viel anders. Hier stoßen auch die Zahnräder gegeneinander und malen etwas. Aber also es scheint irgendwie normal zu sein. Hier oben ist es schön frei, hier unten nicht. Ich nehme jetzt mal die Eingangswelle auseinander. Mal gucken, ob ich irgendwas Besonderes sehe. Hier ist wieder so ein nettes Nadellager mit einer Scheibe auf der unteren Seite und so einem netten Deckelchen auf der Oberseite. Dann kommt dieses schöne Zahnrad. Und dieses schöne Zahnrad hat, das ist jetzt mit abgegangen, so ein Verschlussmechanismus. Der obere Teil ist jetzt wie gesagt gerade mit abgegangen. Den unteren Teil nehme ich jetzt auch mit ab. Das ist dieses Teil hier. Dann kommt ein Losrad. Dieses Losrad sitzt auf einer Hülse. Und diese Hülse fluchtet also mit einem Ölloch. Das ist also ganz wichtig, dass es das tut. Als nächstes kommt wieder so ein. Ne, das ist kein Verschlussmechanismus, das ist ein einfacher Abstandsring. Und danach kommt wieder ein Sägerring. Danach kommt dieses Festrad. Danach wieder ein Sägerring. Danach dieses Losrad, allerdings noch nicht komplett, sondern erst kommt so eine Abstandsscheibe. Mit der runden Seite Richtung Losrad. Im Losrad selbst ist natürlich wieder eine Büchse. Losrad selbst, dann wieder eine Scheibe,
Ja, und das letzte. Festrad gehört zur Welle selbst dazu. Das ist untrennbar, das ist also angeschweißt quasi. Auch hier ist das große Lager in einem sehr guten Zustand. Es wackelt nicht, es läuft prima. Alles bestens. Die Welle ist also hohl. Man sieht hier also ein paar Verschleißspuren an den Schaltklauen, aber nichts im Vergleich zu dem, was man zum Teil im Internet an kaputten Getrieben zu sehen bekommt. Da dagegen ist das hier, diese kleinen geringen Umbörtelungen, eigentlich kaum der Rede wert. Bei dem Losrad hier auch. Man sieht halt, dass es nicht mehr neu ist. Aber bei der Kilometerleistung von 170.000 darf man das auch. Ansonsten sind die Zähne alle in einem ziemlich guten Zustand. Gibt es nichts zu meckern. Nichts abgebrochen. Alles soweit. Alles soweit im grünen Bereich, würde ich sagen. Die Gleitbuchse für die Losräder sind ein bisschen abgeschabt über ihren Umfang. Also nicht mehr ganz glatt, nicht mehr überall gleich glatt, halt unterschiedlich. Hier die ebenso. Das ist der Bereich, in dem die Schaltgabel lebt. In der Hauptwelle ist ja nur eine. Hier an dieser Stelle ist wohl ein kleines Stückchen abgebrochen, aber diese Stelle ist auch relativ prädestiniert dafür. Hier. Ja, ich baue das wieder zusammen. Bisschen sauber machen, bisschen frisches Öl drauf. Die Abstandsscheibe. Die rotiert nicht, die ist verzahnt. Dieses Festrad schaue ich, dass die Öllöcher fluchten. Das funktioniert sehr gut. Das ist auch wieder so eins, wo die Öllöcher fluchten müssen, weil das eine Verzahnung hat. So. Dann kann das Losrad drauf. Dann kommt diese zweigeteilte Halteklammer, wie wir sie auf der Ausgangswelle schon gesehen haben. Zusammen geht es nicht mehr ab. Dann kommt dieses nette Festrad. Ja, dann zum Schluss das Lager mit der
Scheibe hier vorne. Und fertig ist es wieder. Hier ist also die Achse, wo die Schaltgabeln drauf wohnen. Die soll also 13,9 haben als Verschleißmaß. 14 ist es. Ist der Sollwert, sie hat 13,97 an der Stelle, 13,96 in der Mitte und hier unten 13,96, also die ist noch in Ordnung. Interessant ist die Schaltgabeldicke hier, das soll also haben 6,1 mm. Schaue ich mal, 6,47. 6,46, 6,45, 6,47, 6,46, 6,46. Also weit entfernt vom Service Limit. Und das wird eine sehr ungenaue Messung. 13,98, die sollte eigentlich 14,01 oder 14,1 haben. Aber wie gesagt, diese Hohlmessung mit der Schiebelehre, diese Innenmessung ist eigentlich unbrauchbar. Hatten wir ja schon. Und mein Innenmessgerät ist dafür zu groß. Auch das Getriebe ist also nicht wirklich und nicht offensichtlich kaputt, sondern in einem relativ brauchbaren Zustand für diese Kilometerleistung. Das ist schon mal sehr erfreulich. Ich denke, das ist dann auch ein recht netter Abschluss für den Film. Ja, wie geht es weiter mit diesem Motor? Viele von euch haben sich ja schon gemeldet, dass sie gerne Teile des Motors haben möchten. Zum Teil als Dekoration oder zum Spielen oder was auch immer. Die Kurbelwelle, wie gesagt, ist schon weg. Es gab auch Anfragen wegen der Gehäuseober- und Unterhälfte. Allerdings weiß ich nicht, ob ich es noch finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kam entweder per E-Mail oder über den YouTube-Kanal. Es sind inzwischen ziemlich viele Kommunikationskanäle, in denen ich angesprochen werde. Manchmal brauche ich es, manchmal brauche ich ewige Zeiten, bis ich es wiederfinde. Deshalb meldet euch bitte nochmal mit dem, was ihr haben wollt. Es kostet nichts. Ich hätte gerne die Versandkosten rein, das ist ganz klar. Das ist ein Paket innerhalb Deutschlands normalerweise, würde ich sagen, für 6-7 Euro oder was es kostet, keine Ahnung. Die hätte ich gerne natürlich wieder. Wie das funktioniert, erkläre ich euch dann per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse blende ich jetzt ein, meldet euch einfach. Ja, und wenn irgendjemand nach oben aufrunden möchte bei den Versandkosten, ist natürlich auch kein Problem für mich, dann sage ich natürlich Dankeschön. Ja, okay, wie gesagt, ihr wisst, was da ist, ihr habt die Filme gesehen, meldet euch einfach, was ihr haben wollt und dann bringe ich es gegebenenfalls auf den Weg. Ne? Okay, bis dann bei Zams Channel.